Der Kunststraße, wo da so schön und einfach aussieht, ist im Frühling und Frühsommer mit einigem Aufwand in der Sportanlage Sandgrube entstanden. Heute ist die Einweihung unter Mitwirkung von der Dalhousie Pipeband und der Prattler Bevölkerung gewesen. Bevor die fußballbegeisterten Jugendlichen an Spiele gegangen sind, haben sie die Öffnung vom Kunststraßenfeld mit Ballonen der Prattler Bevölkerung signalisiert. Wir sind hier in der Sandgrube an der Eröffnung der Kunststraße, die doch eine lange Leidenszeit hatte, aber am Schluss wirklich etwas Tolles rausgekommen ist dabei. Ich möchte mich bedanken bei allen Politikern, bei den Behörden, die das möglich gemacht haben, dass der FC Brattelen und die Schulen und die Öffentlichkeit so einen wunderbaren Rasen gekriegt hat. Es ist ein Schweizer Produkt, die neueste Generation, die überhaupt auf dem Markt ist. Und ich bin überzeugt, dass Brattelen etwas Gutes eingekauft hat. Ich hoffe jetzt, dass der FC Brattelen auch wieder einmal einen grossen Starken herausbringen kann, der halt auf dem Kunststraße gelernt hat zu schütten. So wie die Jörg Stohler, Otto Dermamels oder der Jüngste, der jetzt halt nach Freiburg ist, der Beck Ferrati, der ja auch hier unten gelernt hat zu schütten. In diesem Sinn wünsche ich dem FC Brattelen und den Schülern viel Spass auf dem neuen Kunststraße. Sportamt Basel-Land gratuliert der Gemeinde Brattelen zu diesem schönen neuen Kunststraßenspielfeld. Es ist der 14. Kunststraßenplatz, der mit Mitteln aus dem KASAK, vom kantonalen Sportanlagenkonzept, unterstützt worden ist. Insgesamt sind 16 Anlagen, die am Schluss von KASAK-Geldern, also von Kantonsbeiträgen, profitieren. Das Tolle ist in Brattelen, dass man neben dem Kunststraßenspielfeld auch Naturrasenfelder hat, dass dort Spielerinnen und Spieler, Sportlerinnen und Sportler abwechslungsweise auf dem Kunststraßen trainieren können und auf dem Naturrasen. Als Einwohnerratspräsident von Brattelen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt hier in Brattelen eine tolle Kunststraße haben, ein Produkt von der modernsten Qualität. Brattelen mit sehr vielen Fußballern, mit einem sehr aktiven Fußballclub. Viele bekannte Fußballer kommen aus Brattelen. Ich finde es richtig, dass Brattelen als Gemeinde eine Infrastruktur zur Verfügung stellt für die Bürger, für die Sportler, die sich entfalten können. Und ich möchte allen Dankeschön sagen, die das ermöglicht haben. Im Kanton für den Beitrag, der Gemeinde, allen Behörden und allen Helferinnen und Helfern, die diesen tollen neuen Fußballplatz errichtet haben. Ich wünsche allen hier viel Erfolg. Als Mitglied des OK Kunststraße freut es mich ganz besonders, dass wir heute so viele Leute hier haben, die mit Begeisterung den Kunststraße einweihen und jetzt auch benutzen. Es ist dem OK, glaube ich, gelungen, einen ganz speziellen Anlass auf beizustellen, wo alle, die Rang und Namen haben, hier sind, die sehen, dass wieder für Brattelen etwas ganz Tolles geschaffen ist.